St. Johannes. Seit über 700 Jahren überragt die imposante Kirche die Häuser der Stadt. Salz, das Gold des Mittelalters, machte Lüneburg in der Hansezeit zu einer reichen Stadt. Ihren Namen soll sie der Mondgöttin Luna verdanken. Julius Cäsar, so heißt es, habe ihr zu Ehren eine Marmorsäule hier aufgestellt und damit die Stadt Lüneburg gegründet. Diese Geschichte gehört in den Bereich der Sagen. Aber eine Verbindung zum Himmel war den Lüneburgern immer wichtig. Der Turm der Johanneskirche zeigt unübersehbar nach oben. 108 Meter. Wenn man genau hinsieht, fällt allerdings auf, dass er schief ist. Er neigt sich schon seit dem Bau nach Westen und Süden. Als der Baumeister diesen Fehler bemerkte, war ihm ganz und gar nicht himmlisch zumute. Er soll sich vor Scham vom Turm gestürzt haben. Genau wie die Bürgerhäuser sind der Turm und die mächtige Kirche aus roten Backsteinen erbaut worden. Die Lüneburger haben ihrer Frömmigkeit und auch ihrem Reichtum damit ein Denkmal gesetzt. St. Johannes prägt die Stadtansicht und lädt die Menschen zu einem Besuch ein. 1308 wurde nach nur 30 Jahren der erste Bauabschnitt der Kirche abgeschlossen. Ein hohes Kirchenschiff in der Mitte, dazu an beiden Seiten noch zwei weitere Gewölbe mit gotischen Spitzbögen, bilden eine weiträumige, fünfschiffige Hallenkirche. Licht fällt durch die großen Seitenfenster ins Innere. Der hohe, weite Raum befreit die Besucher von der Enge der Stadt, von drückenden Gedanken und der Erdenschwere. Die Erbauer wollten den Menschen den Weg zum Himmel öffnen. Die Kirche zeigt den Gläubigen einen Abglanz des göttlichen Himmels. Sie ist als gotische Kathedrale gebaut wie das himmlische Jerusalem, so wie es im letzten Buch der Bibel beschrieben wird. Mit hohen Mauern, Säulen und reich geschmückt mit vielen Kostbarkeiten. Altären, Taufbecken, Leuchtern und einer imposanten Orgel. Trotz dieser Kunstschätze ist St. Johannes kein Museum. Hier wird seit Jahrhunderten Gott gesucht. Es wurde gehadert, geklagt, gebetet, gelobt und gedankt. Der Hauptaltar steht im Osten, da wo die Sonne aufgeht und da wo Jerusalem liegt. Der Ort, an dem Jesus gelebt hat und gestorben ist. Im Zentrum des mittelalterlichen Schnitzaltars stehen vergoldete Figuren. Der gekreuzigte Jesus inmitten der Stationen seiner Leidensgeschichte. Die heilige Elisabeth von Thüringen trägt Brot und Wein bei sich. Damit unterstützte sie die Armen. Sie ist die Schutzheilige aller Menschen in Not und der Bettler und Bäcker. Die großen Seitenflügel des Altars werden vor Ostern zugeklappt. Dann bekommt der Wandelaltar ein völlig verändertes Aussehen. Hinrik Funhoff, ein bedeutender Maler am Ende des 15. Jahrhunderts, gestaltete die vier Tafeln auf den Seitenflügeln. Vier Heilige, darunter die heilige Ursula, die in Lüneburg besonders verehrt wurde. Im Hintergrund eines der frühen Zeugnisse des Kölner Doms. Die Menschen auf den Bildern werden in der Umgebung und den Gewändern des Mittelalters gezeigt. So laden sie die Gläubigen ein, sich das Leben der Heiligen in ihrer eigenen Zeit vorzustellen. Das bronzene Taufbecken stammt aus einer anderen der großen Kirchen Lüneburgs. Sie musste abgerissen werden,
weil sich der Boden unter ihr wegen des Salzabbaus senkte. Die plattdeutschen Inschriften zeigen, dass es bereits aus der nachreformatorischen Zeit stammt. Latein war seit Luther nicht mehr die vorherrschende Kirchensprache. Düsse, Dope, Hebben, die Sülfmeister, Gäten, Lorten, Nor, Christus, unseres Herrn, Geburt. Dusend, 500 Ferch. Ein Lamm als Symbol für Christus trägt Johannes der Täufer auf dem Taufdeckel bei sich. Nach ihm wurde die Kirche benannt. Die Weihnachtskrippe ist etwas ganz Besonderes. Sie wurde 1977 in Tansania aus einem einzigen schwarzen Stück Ebenholz geschnitzt. Alle Figuren, die zur Weihnachtsgeschichte gehören, sind aus dem Stamm herausgearbeitet. Auch für diesen Hirten hat sich der Himmel geöffnet. Er blickt verwundert auf den Engel an seiner Seite und scheint sich zu fragen: Kommt dieser Bote aus dem Himmel wirklich zu mir? Die große Orgel ist bis heute berühmt für ihren Klang. Sie blickt majestätisch mit ihrer reich verzierten Fassade auf die Besucher herunter. In der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde sie als Renaissance-Orgel erbaut und in der Barockzeit auf ihre heutige Größe erweitert. Die Technik und die Pfeifen, 3865 an der Zahl, wurden im Laufe der Jahrhunderte verändert und erweitert. Schon Johann Sebastian Bach hat auf dieser Orgel gespielt. Es spielt der Kantor, Kirchenmusikdirektor Joachim Vogelsänger, das Lied »Der Mond ist aufgegangen«. Der Komponist dieses Liedes wurde 1747 in Lüneburg geboren und ist hier zur Schule gegangen. Eindrücke neugierig gemacht haben und Sie mehr wissen wollen, kommen Sie doch gern vorbei. Samstags, sonntags und nach Vereinbarung bieten wir auch Führungen an. Die aktuellen Öffnungszeiten der Kirche und Informationen zu den Führungen finden Sie auf der Homepage von St. Johannes. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.